liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Ja, wir waren kurz vor König Arthurs Warengrab stehen geblieben. Und jetzt kommt der Kontrollpunkt. Weswegen ich jetzt diese ganze Geschichte mit dem Sarg hier nochmal machen durfte. Ja, und so, ich gehe mal hier rüber. Ach so, warte mal. Zurück? Nein, 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 nein! Hallo! Ich glaube, ich muss hier oben erst mal den Magnethaken. Hä? Ach so, warte mal. Muss ich das jetzt mit dem anderen Ding auch machen? Ja. Warte mal. So rum. Das hatte ich nämlich vergessen gehabt. Ah, alles klar. Und dann alles klar, alles klar. Gut. Das habe ich jetzt erstmal soweit verstanden. Hoffentlich ist diese Scheiße nicht zeitgesteuert. Schafft sie das? Alter! Scheiße. Mach mal Licht hier. Das war jetzt ein bisschen kacke. So. Sehr schön. Gut. Und festhalten. Wunderbar. So, jetzt muss ich nur noch klären. Da hoch. Da. Festhalten. So. Und jetzt dahin. Ich weiß, ich denke mal wieder laut, es ist mir aber gerade relativ egal. Kennt ihr ja schon von mir. Ich sehe schon wieder nichts. Wo geht's denn hier lang? Kein Plan. Und da liegt was. Ein Kreuz! Ein Kreuz! So. Alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden Uta Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine.
Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Okay. So. Ja, mein Licht ist jetzt natürlich ausgegangen. Das ist scheiße. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, möchte ich. Ja, ja, ja. Okay. Dann mache ich es eben wieder an. So. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parsifal und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Oh yeah. Also das gefällt mir ja jetzt mal so gar nicht. Ich musste, glaube ich... War das hier? Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier überhaupt machen muss. Nochmal. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Also irgendwie musste ich da hoch. So. So, Licht wieder an. Hä? Also irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich machen muss. Verdammt! Oder warte mal. Scheiße! Warte mal. Das hat mir gerade so gar nichts gebracht. Hallo, loslassen! Lass mal los. Hallo? Jetzt. Artus. Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alistair, siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alistair! Was ist los? Lara! Sip, was ist los? Oh-oh. Safe. So, und dann möchte ich euch mal meinen Freund vorstellen. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Okay. So.
Hallo Heiko! Was geht ab? Au! Au, war! Sag mal, bist du behindert oder was? Boah! Sag mal! Fuck! Mann! Drecksviech! Hallo! Verdammt! Ah! Oh, Junge, ey, geht er einen auf den Sack. Hallo. Ja. Yeehaw. Strike. Scheiße! Ah, nee! Au! Komm, steh auf, Mann! Yes! Hehe! Ah. Oh ne, sag mir nicht, ich muss dahinter. Autsch. Na, du. Scheiße. Ich muss eh Aufnahmepause machen, deswegen geht es hier im nächsten Part weiter. Bis dann. Ciao.